Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Wir sind jetzt unterwegs nach Frankfurt, beziehungsweise in der Nähe von Frankfurt, genauer gesagt nach Erlensee, weil unser Fiatle heute ein schöneres Lenkrad bekommt. Der Kerstin hätte es jetzt nicht unbedingt so sein müssen, aber ich wollte es haben. Und mir gefällt es auch. Und ich wollte ein bisschen, dass ich eine Daumenauflage habe, dass man nicht so ermüdet beim Fahren die Handgelenke, und das wollte ich einfach noch schöner haben in unserem Fiatle. Genau. Und jetzt sind wir unterwegs dahin und wir melden uns, wenn wir wieder angekommen sind. Bis dahin. Bis dahin. Tschüssle. Tschüss. So, ihr Lieben, es ist soweit. Wir kriegen jetzt demnächst unser neues Lenkrad. Und dann sage ich euch oder zeige ich euch, wie es ausschaut. Ich freue mich schon richtig drauf. So, jetzt geht's an den Einbau. Soll ich langsamer machen? Weil ich mache das wirklich in 2 Minuten. Ja, kein Problem. Nein, dass man's schön sieht. Okay, alles Dass klar. unsere Zuschauer auch sehen, was hier vonstatten geht. Alles klar. Okay. Ich mache dann langsamer. Ich komme gleich. Warten Sie. Alles klar. Boah, das Lenkrad sieht richtig toll aus. Bin ja direkt begeistert. Auch wie schön das zu den Fellen passt und auch das Dunkle zu dem Sitz. Und das Schöne ist, es hat jetzt auch Daumenauflagen. Das ist ja richtig, richtig toll. Oben hat es eine 12-Uhr-Markierung, dass wenn es gerade steht. Und das Mittelteil, also das Airbag, was hier in der Mitte ist, das kommt auch wieder drauf. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange das geht. Er sagt, er braucht nur 2 Minuten, aber er macht extra langsam, dass ihr seht, wie es funktioniert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er sagt, er Ach, braucht nur 2 Minuten, der ich mache jetzt Alex. langsamer, ja. So, Sie müssen unbedingt beim Tanken Handschellen ziehen und das Kontakt mit dem Diesel vermeiden, weil Diesel ist wirklich sehr aggressiv, das macht alles kaputt. Ja. Das frisst alles so wie ein Dünger, das ist auch ungesund und so weiter. Das ist ein Muss. Ja. Und keine Cockpitspray, keine Pflege, keine Imprägnierung, das ist alles falsch. Ja. Also einfach sauber halten, saubere Hände, eventuell mit Mikrofasertuch abzuwischen, das war's. Feucht, nicht nass machen. Oh. Also ist schon raus. Eine Minute, eine zweite. Und beim Fiat, das kostet mehr als 100 Euro, diese Umbau. Diese 2 Minuten Arbeit. Ja, Wie viel
Sie fahren im Jahr mit dem Wagen? Ja, wir haben jetzt noch nicht ganz ein Jahr, also seit Juni haben wir, und wir sind jetzt 15.000 Kilometer jetzt gleich. Respekt. Ja, wir fahren also, ja, ich nutze ja auch mal hin und wieder beruflich ein bisschen. Okay. Sommer. Sommer und Urlaub Winter. Schon gebucht? Ja, ja, das wäre im Sommer. Im Sommer gibt es eine Tour nach Italien. Okay. Jetzt im Winter waren wir 5 Wochen in Spanien. Respekt. Das war echt mega schön. Und schon ist das Lenkrad drin, Wahnsinn. Das ist ja echt unglaublich. Das sieht noch schöner aus als auf dem Bild. Ja. So, jetzt ein bisschen hupt, keine Sorge. Ja, ja. Gut. Auto geht. Jetzt check. Super. Geschafft. So, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Das Lenkrad sieht richtig toll aus. Das Auto ist absolut aufgewertet. Das ist richtig, richtig, richtig toll geworden. Da müssen wir den Alex mal richtig sehr toll gerne loben. Ja, klar. Also, wenn er ein Lenkrad braucht für einen Ducato, er macht natürlich sicherlich auch andere Autos. Er macht wahrscheinlich, so wie ich sehe. Ich bin bereit. Wir haben tausende Lenkrad am Lager, klar. Sofort lieferbar und so weiter. Das ist super. Boah, das ist ein Wort. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Alles klar. So, ihr Lieben, das neue Lenkrad ist drin. Das sieht echt super aus. Und durch das abgeflachte unten haben wir sogar noch 2 cm mehr Platz gewonnen beim Sitzumdrehen an der Dinette. Das ist richtig super. Also, ich bin echt begeistert. Und jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir mal irgendwo an den Main. Kirsten ist gerade noch beim Einkaufen, stellen ein paar Lebensmittel und dann schauen wir mal, dass wir einen schönen Stellplatz an den Main kommen. Und da kommt sie auch schon wieder mit der Einkaufstasche. Wir haben ein wunderschönes Plätzchen gefunden. Wir stehen hier direkt am Main. Die Sonne scheint. Es ist schön warm. Und ich weiß nicht, ob ihr es da hinten oberhalb mir seht. Da ist eine Burg. Da gehe ich vielleicht auch noch mal hin. Und jetzt machen wir erstmal einen Spaziergang mit der Abby, weil die Abby, die liegt hier. So, wir machen jetzt nur Abendrunde und genießen so die letzten Sonnenstrahlen heute Abend. Hoffen, dass wir morgen vielleicht auch, wenn wir Glück haben, ein paar abbekommen. Und jetzt gehen wir mal in den Ort Freudenberg. Wie gefällt's dir hier, Schatz? Immer die gleiche Frage. Und das Hochwasserschild steht schon. Also entweder haben die Hochwasser gehabt oder sie rechnen noch mit Hochwasser. Aber es ist eine wunderschöne Promenade. Da, das ist anscheinend nur die Stadtmauer, oder wie? Ja, irgendwie. Ich denke, dass das nur ein Teil von der alten Stadtmauer ist hier. Also wenn Hochwasser kommt, dann machen sie da wohl die ganzen Bohlen dazwischen. Ich habe das schon vermutet, Kirsten hat es zuerst nicht geglaubt, aber für das sind die
die ganzen Dinge da, die ganzen Pfosten da dran. Und kann es hochstellen, je nachdem wie hoch sie es brauchen. Dann wird es dann einfach bis da rauf machen. Wir sind jetzt hier mal an der Brücke, also von Freudenberg aus sind 6 Kilometer nach Miltenberg. Da gucken wir mal, vielleicht machen wir das auch morgen noch. Aber das ist wirklich eine tolle Altstadt. Es hat ein Eiscafé, hier hat es auch einen Biergarten. Und das ist wirklich also mega schön. Und vor allem, dass das Wetter noch so mitmacht, war ja eigentlich nicht so gut vorausgesagt. Da oben sieht man jetzt mal schön die Burg. Da ist das Eiscafé. Da werden wir morgen mal wieder vorbeischauen. Da ist sogar Kneipanlage, die schau. Oh ja. Aber das ist schön, das Städtle. Da hinten ist der Homoplatz. Oh ja, da hinten sieht man sie stehen. Oh ja, hier kann man sehen, wie hoch die Wasserstände in den Jahren waren. Sieht man wunderschön die Burg da oben. Also ein ganz, ganz herrliches Städtchen. Und dass das Wetter noch so mitspielt, das hätten wir gar nicht gedacht. Das ist wunderschön, hier einfach am Main entlang spazieren. Da könnt ihr wirklich kilometerweise laufen. Das ist echt mega schön. Und ach, für den Hund ist auch super, auf jeden Fall. Jetzt genießen wir unsere Abendrunde und schauen, was der morgige Tag denn so bringt. Regen, ja. Aber dafür heute Abend noch gutes Essen im Homo. Genau. Was gibt's? Heute gibt's Gulasch. Gulasch. Gulasch und Reis. Und Reis. Ah, Bombe. Freut mich. Und Gurke. Und Gurke. Genau. Auch gut. Hier ist jetzt noch eine Schleuse. Sind mal gespannt, ob wir morgen mal vielleicht ein Schiff zu Gesicht bekommen. Aber richtig schön hier. Also man kann hier wunderbar laufen. Und die Abby ist glücklich. Wo bist du? Maus, wo bist du denn? Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir haben heute Nacht sehr gut geschlafen, obwohl wir eigentlich direkt an der Straße stehen. Aber es ging gut, wir haben nicht viel gehört. Gut, es ist jetzt auch Winter oder ja, Frühling. Wir haben Fenster noch zu. Es war heute Nacht ein bisschen frisch. Aber es ist jetzt wieder schönes Wetter, die Sonne scheint und heute machen wir mal einen Ausflug nach Aschaffenburg. Genau, wir haben geguckt, was wir denn heute machen. Mit dem Bus fahren von hier aus ist möglich, aber der fährt halt am Samstag nicht. Jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir mit dem Zug, da gibt es so ein Ticket, das kostet 5 Euro. Und dann haben wir gesagt, komm, fahren wir mit dem Zug. Ja, wo fahren wir mit dem Zug hin? Nach Miltenberg wäre eine Möglichkeit. Miltenberg, gut,
Ja. Aber dann habe ich gesagt, Aschaffenburg wäre doch auch eine Möglichkeit. Da waren wir ja noch nie in Aschaffenburg. Und jetzt fahren wir heute mit dem Zug nach Aschaffenburg. Jetzt mal Aschaffenburg anschauen. Wir werden berichten. Genau, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Wetter noch ein bisschen passt. Heute ist nur der einzige Tag, wo es noch einigermaßen schön ist. Wobei ich da draußen die Feuerwehr schon herrichtet. Warum auch immer. Brennen tut es nicht, aber... Ja, ich denke wegen dem Hochwasser. Dass sie sich mit Hochwasser auf Hochwasser einstellen oder wie auch immer. Werden wir sehen. Wir berichten euch, wenn es irgendwas Neues hier gibt. Aber ich glaube, das ist bloß eine Übung oder sowas. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, wir laufen gerade durch Freudenberg. Es nieselt jetzt gerade ein bisschen. Aber da hat ja der Ortskern. Der ist wunderschön. So, wir laufen gerade über die Brücke zum Zug. Und hier habt ihr noch mal ein bisschen Blick auf den historischen Ort. Und da unten ist der Wohnmobilstellplatz. Genau da ganz hinten. Und jetzt gehen wir zum Zug. Jetzt sitzen wir im Zug und es geht nach Aschaffenburg. Kirstin schaut schon, wo wir in Aschaffenburg hinlaufen. Wir sind bald gespannt. Und trinken jetzt erstmal einen Cappuccino. Abby ist Außenstadt, da unten. Abby? Abby? Schau. Schau mal her. So ist dein Grab. Hin? Fußgängerzone. Fußgängerzone. Die ist da. Sind wir wieder in Freudenberg angekommen. Genau, schön war's. Schön war's, das Wetter hat jetzt doch besser mitgespielt als gedacht. War jetzt schön in Aschaffenburg, haben Stadtbummel gemacht, ein bisschen shoppen, war wunderbar. Der Einzige, der was gekriegt hat, warst du. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe wieder 3 Teile bekommen. Genau. Auch schön. Auch sehr schön. Gut, also. Jetzt laufen wir wieder zum Wurmer. Das ist so ein knapper Kilometer. Und dann ja, 900 Meter ist. Ja, steht da, aber das geht ja relativ flott. Das geht flott. Das ist wirklich nicht weit über die Brücke drüber und schon ist hier der Bahnhof. Also es ist wirklich zum Empfehlen. Das ist wirklich nicht weit. Das ist wirklich herrlich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, wie versprochen, ich nehme euch noch eine Runde mit über den Platz. Den zeige ich euch noch schnell. Also hier stehe ich jetzt an der End- und Versorgung. Das ist hier.
Hier kennt ihr, unten ist Hochwasser, oben ist Frischwasser und hier drüben, hier ist der Platz. Und da kommt immer ein Herr Kern vorbei, der dann das kassiert. Der Platz hat Strom. Der Platz selber kostet 6 Euro ohne Strom. Und der Strom kostet momentan pauschal in der Nacht 2 Euro. Also das ist wirklich eher günstig als teuer. Und uns hat sehr gut gefallen. Es ist direkt an der Hauptstraße. Die Hauptstraße hat uns aber soweit nicht gestört, weil ja, im Kastenwagen hört man sie eh nicht so. Und es ist noch Frühjahr, wir haben die Fenster zu. Wir hören da noch nicht viel. Und jetzt zeige ich euch noch schnell die Stromsäule, weil jetzt sind wir mittlerweile bei uns angekommen. Und ich zeige euch noch schnell die Stromsäule. Die ist hier und ihr steht direkt mit Blick auf den Main. Das ist also wirklich einmalig hier. Ja, wir sitzen noch schön am Mainufer, hätte ich schon fast gesagt Rhein. Es ist der Main und genießen noch den Abend. Prost! So ihr Lieben, guten Morgen! Guten Morgen! Unser Wochenende ist auch schon fast wieder rum. Es ist ja guten Morgen, es ist schon wieder Mittag. Mittag. War ja die Zeitumstellung. War ja Zeitumstellung. Wir haben ein bisschen ausgeschlafen, haben ein bisschen länger geschlafen. Genau. Und haben gestern noch einen ganz, ganz schönen Tag in Aschaffenburg gehabt. Das Wetter war doch wieder erwarten gut. Heute Morgen hat es jetzt geregnet, aber jetzt guckt gerade wieder der Himmel, die Sonne raus am Himmel. Aber ja, wir werden jetzt langsam auch aufbrechen, denn morgen ist bei uns auch wieder ein harter Arbeitstag. Genau. Bis bald und bleibt gesund. Ja. Tschüss.